Der Titel des heutigen Vortrags klingt etwas befremdlich. Wie reimen sich Tiefenökologie, Quantenphysik und Glück? Das gibt uns Rätsel auf, oder? Und unser Referent von heute wird versuchen, diese Rätsel zu lösen. Ja? Ja. Okay. Ich freue mich, dass ihr Sie so zahlreich an diesem winterlich-weihnachtlichen Samstag hier seid, um mit mir das Geheimnis dieser drei Begriffe Tiefenökologie, Quantenphysik und Glück vielleicht zu ergründen. Das hat folgenden Hintergrund. Der Rahmen des Ganzen, Franz-Peter, Dank für die Einführung, heißt der Philosophie. Und im Rahmen des Cafés und anderer Events hier haben wir schon uns damit beschäftigt, dass Philosophie ja verschiedene Dimensionen hat. Und wenn man ein Stück von der heutigen dominanten akademischen Philosophie, die das ja eher so als Wissenschaft, abstrakte Begriffskunst begreift, sich aber in andere Dimensionen begibt, wo die Philosophie mal herkam, bei den alten Griechen und Platon, da ging es ja um solche Dinge wie Weltseele, Ideen, Ideenreich und so weiter und so fort. Und die können wir mit unserem heutigen Verständnis auch gar nicht fassen. Und deshalb habe ich versucht, Begriffe zu finden, die vielleicht jetzt im Laufe des Vortrags ein bisschen zeigen, dass diese für uns moderne, ungewöhnlichen Zusammenhänge zwischen Mensch und Universum, die die ursprünglichen Philosophen mal dachten, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich sind, wenn man die mit anderen Kategorien versuchen zu fassen. Und bevor ich dann in das Thema einsteige, noch zwei einleitende Dinge. Zum einen steht der Rudolf Barrow drunter, dass er zum einen den Hintergrund, dass ich daran erinnere, gerne immer um diese Zeit im Dezember, weil er war im November geboren, Anfang Dezember gestorben und so ist zumindest für mich immer auch eine schöne Gelegenheit, mir das nochmal zu vergegenwärtigen. Und zumal jetzt auch hier heute zwei Menschen da sind, ich habe mit Thomas auch schon drüber gesprochen, Franz-Peter und Thomas, die auch damals in Berlin bei diesen noch spannenden Vorlesungen von ihm dabei waren. Und insofern ist auch das einmal das, was wir hier entwickeln, ein Stück, ne, in dem Franz-Peter nach Görlitz kam, wäre nicht geschehen, hätte es nicht damals diese Sozialökologie-Vorlesung in Berlin gegeben. Und der zweite Hintergrund hat damit zu tun, ich habe ja im Frühjahr einen Vortrag hier gehalten zu den Oberlausitzer Denkern, die die Welt inspirieren. Jakob Böhme, Lessing, Fichte, Lotze, Barrow. Und Barrow am Schluss hatte ich ja nur kurz eingeführt. Insofern schließt das auch wunderbar da an. Und weshalb ich auch nochmal kurz als Hintergrund daran erinnern will, dass also der zweite sogenannte Zufall, worum wir hier sind, neben der Geschichte mit Barrow in Berlin, hier in dieser Oberlausitz, die ja doch ein bisschen manchmal erscheint von der Welt abgehängt, aber aus dieser größeren Perspektive sie vielleicht da sehr nah an den Dingen, um die es wirklich geht, dran ist. Weil, das war damals der Sinn dieses Vortrags, hier doch erstaunlich viele für die Weltgeschichte, den Weltgeist wichtige Denker geboren worden. Und diese Häufung gibt es relativ selten auf der Erde. Deshalb kurz einmal die Erinnerung. Jakob Böhme ist den Görlitzern bekannt. Ein Satz nochmal, der bis dann auch den Zusammenhang des heutigen Themas nochmal ganz kurz schon mal vorwegnimmt. So mögen wir nun zusehen und was Gutes aus uns gebären. Denn wir haben das Zentrum der Natur in uns. Machen wir einen Engel aus uns, so sind wir das. Machen wir einen Teufel aus uns, so sind wir das auch. Lessing aus Kamenz. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach als Essenz. Nun hat er mir weise, tiefe Essenz aller Philosophie, aller Weltreligionen, das, worum es eigentlich geht, wozu der Mensch fähig ist, wenn er sich so Kraft, Philosophie oder Meditation, was auch immer, in diese innere Freiheit begibt, von den sonstigen Meinungen und Höhen, die uns umgeben, in den tieferen Sinn seines Seins zu begeben.
Johann Gottlieb Fichte, Ramenau geboren, auch nicht weit von hier, schließt an das Zitat von Lessing an: Die Liebe teilet das an sich tote Sein gleichsam in ein zweimaliges Sein, dasselbe vor sich selbst hinstellend und macht es dadurch zu einem Ich oder Selbst, das sich anschaut und von sich weiß und in welcher Ichheit die Wurzel alles Lebens ruht. Nun ist die Liebe ferner Zufriedenheit mit sich selbst, Freude an sich selbst, Genuss ihrer selbst und also Seligkeit. Und so ist klar, dass Leben, Liebe und Seligkeit schlechthin eins sind und dasselbe. Sie ahnen vielleicht schon, ne? Hier steckt das Glück jetzt also schon drin in dem Begriff der Seligkeit und in dem Ich, was also der Mensch ist, in dem der Grund des Seins, das kann ich nur Liebe oder Philosophie oder Weltgeist nennen, eben zu sich kommt, der damit zu tun hat, und damit wollen wir uns gleich noch näher beschäftigen. Ja, der unbekannteste der Oberlausitzer Philosophen, Rudolf Hermann Lotze, gilt, hatte ich im Frühjahr schon gesagt, spannenderweise aber zum Beispiel in den USA ist der wichtigste Denker des 19. Jahrhunderts, auch wenn er in Deutschland wenig bekannt ist, weil er damals zu seiner Zeit so eine integrale Philosophie wagte, beispielhaft im Buch Mikrokosmos, was damals auch viele Auflagen hatte, zusammengefasst, was in dem Mensch sozusagen, der Wort sagt es schon so, in das Zentrum des Universums stellte und bestimmte Fähigkeiten in ihm, die er in der Essenz sowas wie kreative Liebe nannte, den Menschen befähigen, eben ja, Kraft seines Bewusstseins, Dinge zu bewegen, die man sich sonst gar nicht zutraut. Und nun also zu Rudolf Barrow, geboren in Bad Flinsberg, also auch nicht weit von hier. Und der Kernsatz, auf den ich mich beziehen will, aus seinem Buch Logik der Rettung, ein Versuch über Grundlagen ökologischer Politik, heißt: Nur glücklich können wir richtig sein, bloß pflichtgemäß werden wir wieder nur Dinge veranstalten, welche das globale Gleichgewicht stören. So, das also jetzt als Motto und Hintergrund, wo ich versuchen werde, ein paar weitere Linien zu ziehen. Zuerst nochmal zu Rudolf Barrows jetzt System oder Struktur, wie er daraus die Welt dachte, und zwar seine sogenannte Genetik der Ursachen der heutigen ökologischen Krise. Ne? Externalismus ist also das, was wir Umweltzerstörung nennen. Und er meinte aber, das ist die Oberfläche. So gehen wir mit der Natur um, aber spannend ist, warum tun wir das? Was sind da für Schichten verborgen, die uns das ermöglichen oder uns dazu zwingen oder veranlassen, in unserem täglichen Dasein uns so zu verhalten? Und als zweite Schicht, also kam er auf das Industriesystem, was man auch Megamaschine nennen kann, in Bezug auf Louis Mumford, einen amerikanischen Philosophen, der das Wort mal gebar als Gedanke in eines großen Strukturzusammenhangs, der die heutige Art von Kultur und Gesellschaft kennzeichnet, in der der Mensch eben sozusagen wenig selbstbewusst ist, sondern sich mehr verhält als ein Anhängsel einer großen Maschinerie im gewissen Sinne und keine Chance sieht, sich anders zu verhalten, was eben dann in diesem Sinne das Thema heute ist. Sind wir nur Teil des Systems oder gibt es eine andere Kompetenz, ein Potenzial in uns, was uns eigentlich zu anderen Dingen befähigt? Genau, dahinter dann als nächste Schicht, die nannte er Kapitaldynamik, man kann es auch Kapitalismus nennen, also eine bestimmte ökonomisch profitorientierte Intention, die zentrale Akteure dieses Systems motiviert, bestimmte Strukturzusammenhänge immer wieder zu aktivieren. Als nächste Schicht europäische Kosmologie, meint also eine bestimmte Tiefenkultur, ein bestimmtes psychologisches System, was hier in Europa entstanden ist, erstmalig und in diese Art von Industriesystem hervorbrachte, obwohl eben die rein technischen, naturwissenschaftlichen Voraussetzungen auch bereits in China und Indien, Griechenland mal vorhanden waren, aber es brauchte eine bestimmte, letztendlich religiös oder philosophisch motivierte Dynamik, die er dann so, um das überhaupt in Bewegung zu bringen. Dahinter dann der Begriff Patriarchat, kennzeichnet also ein vor ca. 5.000 bis 10.000 Jahren
global entstandenes Gefüge, was viel mit Macht steckt im Wort und deshalb auch mit Männern zu tun hat, was wahrscheinlich entstand nach den Forschungen, ne, aus bestimmten Umweltveränderungen damals, die andere, friedlichere, ökologischere Kulturen quasi destruierte, sodass ein bestimmter Zug, eine bestimmte scheinbare Legitimation, relativ rücksichtslos mit sich, anderen, in der Natur umzugehen, so zur Gewohnheit wurde und seitdem immer noch so in der Tiefe unserer Struktur, unserer tiefen Psychologie sozusagen vorhanden ist. Und so ist dann aber eben davon ausgehend die tiefste Schicht, Genotyp, Conditio Humana, eben die Frage, ist das alles, was wir Menschen sind, oder gibt es in unserer Natur, wie wir geworden sind, aus der Evolution noch eine andere Fähigkeit, die uns eigentlich auch anders stimmen, anders strukturieren, uns andere Dinge machen, geschehen, entwickeln lassen können. Und da, also letztendlich die philosophische Grundfrage, was ist der Mensch, die letztendlich darin steckt. So, und dieser Gedanke ist damals, als ich das Buch schrieb, noch relativ ungewöhnlich gewesen, weil eben so der Mainstream der ökologischen Forschung auch in sich mehr diese oberflächlichen Strukturen von Umwelt, Politik, Umwelttechnik beschäftigte. Inzwischen hat man merkt, dass selbst nach 30 Jahren Umweltwissenschaften, Umweltforschung, Umweltpolitik sicher ja nicht viel geändert hat. Der CO2-Ausstoß steigt hier weiterhin und der Plastikmüll auf den Meeren nimmt weiterhin zu. Ne, kann man das durchaus auch zu anderen Theoriesträngen in Beziehung setzen, zum Beispiel eben zum sogenannten Eisbergmodell der Kultur, dass es also immer so ist, dass Kulturen, sprich Gesellschaften, sich durch ihre äußeren Verhaltensweisen, Sitten, Gebräuche definieren, es aber in der Tiefe, in dem Unbekannten, in der tiefen Psychologie so unbewusst verankerte Werte, Annahmen, Denkweisen gibt, die emotional unheimlich wichtig sind, die wir aber nicht wahrnehmen. Es ist so, wie wir schwimmen wie der Fisch in diesem Wasser, dieser Gewohnheitsmuster von Gefühlsstrukturen, die werden nicht kommuniziert, darüber wird auch nicht geforscht, dass es uns auch nicht gelingt, uns diesen bewusst zu werden und da in uns und dann um uns Dinge zu verändern. Und das passt dann wiederum noch zu einem Zitat eines amerikanischen Umweltpolitikers, der dasselbe Problem so formulierte: Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme, der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man es macht. Also man kann unschwer genau darin jetzt dieses Bild von Rudolf Barrow wiedererkennen. Das ist diese Tiefenkultur, die uns täglich treibt und die mit der bisherigen Wissenschaft und auch Philosophie eigentlich gar nicht erfasst wird, weshalb sich auch nicht wirklich etwas ändert. Ja, und wir haben dann also mit ein paar Kollegen, Stefan Frenzle, Bernd Markert, am IAE Zittau mal versucht, diesen Theorieansatz von Rudolf Barrow, diese Schichtentektonik der Ursachen, ein bisschen ins Moderne zu fassen. Und ich mache jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung dieses Ergebnisses dann. Das Buch ist Die emotionale Matrix. Hat den Hintergrund, dass jeder kennt aus der Schule noch, ja, ein bisschen so die Grundstrukturen der Genetik. Nur dass die Biologie lange Zeit sich mit den Phänotypen beschäftigte, sammelte Schmetterlingsarten und Grasarten und stellte fest, deren äußere Struktur, der Phänotyp, war im gewissen Sinne abhängig von der Umwelt, der sie sich anpasst. Und erst vor knapp 100 Jahren entdeckte man, es gibt noch eine dritte Dimension, den Genotyp oder chemobiotische Matrix. Also so ein Set, ist ja bekannt, von 20 Aminosäuren, 4 Basenpaaren, also chemische Strukturen, die so in der nicht sichtbaren Ebene der Biologie dennoch diese ungeheure Vielfalt von Millionen Arten kodieren. Und man kann aber auch sagen, stabilisieren. Das ist jetzt quasi ontologisch gesehen, ist diese chemische Schicht, wo das stattfindet, diese Verankerung, stabiler als die biologische. Die ist quasi energetisch dichter. Und deshalb dient jetzt eine chemische Struktur, Basenpaare, Aminosäuren dazu, eine Stabilität
zu sichern, weil wenn jetzt nur der Phänotyp, ne, die Art des Schmetterlings oder der Grashalm immer der Umwelt ausgesetzt wäre, müsste er sich ständig verändern. Die Veränderung passiert aber nur in langen Zyklen, weil sie eben auf der tieferen Seinsebene chemisch stabilisiert ist. Und so war die Überlegung, es macht Sinn, das jetzt auf die Soziologie, auf die Sozialphilosophie zu übertragen, weil wir haben dasselbe Phänomen. Wir Menschen bewegen uns in Kulturen, in Gesellschaftsformen, die immer bestimmten Umwelteinflüssen, sowohl natürlichen als auch gesellschaftlichen, sozialen ausgesetzt sind. Das Klima ändert sich, es gibt andere Staaten, die Kriege führen oder Wirtschaftskrisen herbeiführen. Und trotzdem bleiben Gesellschaften relativ stabil, ne? So, solange sie das können. Und da war also auch die Frage, warum bleiben wir so stabil? Und da war dann dieselbe Logik. Wahrscheinlich gibt es da auch eine Stabilisierungsstruktur in der Tiefe, die dann also mit anderen Begriffen, Tiefenpsychologie oder Tiefenkultur genannt werden kann, die wir dann irgendwie ein Stück in der Natur, in der Biologie suchen müssen. Und deshalb war die These, es muss in unserer biologischen Anlage einen Stabilisierungsfaktor geben, warum Gesellschaften sich nicht ändern, warum diese Gewohnheitsmuster, die im gerade genannten Zitat auftauchten, ne, so stabil bleiben, wo wir eigentlich wissen seit 30 Jahren, es macht wenig Sinn, so weiterzumachen. Wir machen die Erde zumindest für unsere Kinder kaputt. So, wir alle wissen das und trotzdem reicht das Wissen halt nicht, uns in der Tiefe zu verändern. Warum ist das so? Und um da jetzt ein Verständnis zu bekommen, haben wir ein paar Theorien nebeneinander gelegt. Das eine ist vielleicht bekannt, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wer kennt die nicht? Mal kurz. Dann erläutere ich sie nochmal kurz. Gut. Abraham Maslow war einer der Mitbegründer der humanistischen Psychologie, also einer Psychologie, die sich nicht bloß mit den Problemen, mit den Neurosen, Psychosen beschäftigt, sondern die sagt, Psychologie kann sich auch mit dem Potenzial des Menschen beschäftigen, erforschen, welche noch nicht entwickelten Seiten haben wir uns in uns. Und auf der Suche danach, wie kann ich den Menschen modern begreifen, stellte er fest, wir haben also bestimmte Schichten von Bedürfnissen in uns und eben die elementaren physischen Bedürfnisse sind die, ne? Wir brauchen so Energie, Nahrung, um überhaupt als Lebewesen existent zu sein. Die nächste Schicht sind so die biologischen, nach Sicherheit, nach sozialer Zuwendung, nach Gruppenzugehörigkeit. Und dann gibt es noch eine Schicht, sagen wir mal, die Selbstentwicklungsbedürfnisse. Wir suchen nach Anerkennung, nach Geltung, wollen uns entwickeln. Und die einen nannte er dann Defizitbedürfnisse, die sind so eine Art mehr aus dem Tierreich übernommene Instinkte, Affekte, die wir, ob wir wollen oder nicht, irgendwo befriedigen wollen. Und die anderen sind eher Potenziale, uns zu entwickeln, liebevoll zu sein, deshalb Wachstumsbedürfnisse. Also quasi ein Bild des Menschen, was komplex ist, was verschiedene Ebenen erfasst. Und was aber jetzt bewusst als Pyramide gedacht ist, wie folgt, dass natürlich wir erstmal existieren müssen. Ne? Energie brauchen, Nahrung, Häuser, Kleidung, um da zu sein als Organismus. Sonst können wir nicht denken, uns entwickeln, nicht lieben. So, deshalb, ne, ist das im gewissen Sinne immer die Basis der Existenz, der Entwicklung. Deshalb ist auch Ökonomie, Wirtschaft im gewissen Sinne immer eine elementare Struktur, was ja der Marxismus damals, die materialistische Weltsicht, stark entwickelte. Aber die Pyramide kann ich immer auch von oben sehen. Ich sage immer, da oben stellen wir uns einen Yogi vor, der irgendwo in der Höhle in Himalaya sitzt, meditiert und scheinbar nichts mehr von dem einen braucht. Er lebt irgendwo von was auch immer, von der Energie, die er anders inhaliert, braucht keine Macht, kein Sex, keine Nahrung, keine Gruppen. Das heißt, der Mensch ist offenbar fähig, durch eine Art transzendente Besinnung, Selbstentwicklung, von da oben her, von der Spitze, wiederum die ganze Pyramide anders zu organisieren. Das ist insofern die Pyramide, muss man das Paradox sehen, sie ist von beiden Seiten determiniert. Und der Mensch ist genau das Wesen, was also insofern ein materielles, physisches ist, aber auch ein geistiges. Und das ist ja, wir sind ja jetzt im philosophischen Salon, ja immer die berühmte Grundfrage der Philosophie schon immer gewesen, Idealismus oder Materialismus, ne, sind wir primär von unseren materiellen Bedürfnissen abhängig oder gibt es eine geistige Qualität, Energie, Substanz, die eigentlich das Entscheidende ist? Ne? Und wie spielt das zusammen? Das ist also das Bild jetzt der westlichen Psychologie von Maslow und es gibt ein verblüffend Ähnliches aus der östlichen Philosophie. Und das jetzt nochmal kurz Maslow anders gedacht, weil in dem Bild fehlt jetzt eben diese Transzendenzebene. Ne?
die über die Selbstverwirklichung hinausgeht. Aber ich wollte jetzt auf das zweite östliche Bild hinaus, die Chakren-Theorie der östlichen Philosophie, wahrscheinlich auch vielen bekannt, vielleicht nicht allen, deshalb kurz zusammengefasst, auch eben die östliche Philosophie stellte fest, es gibt bestimmte Schichten in Menschen, die sie jetzt nur anders nannten, das ist eine andere Sprache, ne? Eine andere Art Weltsicht, die noch nicht so wissenschaftlich differenziert war, sondern die Welt ganzheitlicher war, sah. Und deshalb ist der Begriff Chakra damit übersetzt, sowas wie Lichtrad, Scheibe, der in uns sozusagen jeweils auf bestimmten Ebenen verortet ist, der aber jetzt noch nicht so getrennt gedacht wird. Die werden nicht nur als unsere Bedürfnisse gesehen, sondern als eine Art Energieaustausch, Instanzen, mit denen wir mit dem Kosmos wechselwirken auf verschiedenen Ebenen. Und man hat inzwischen festgestellt, dass es gar nicht so dumm war, weil diese Chakren sitzen genau da, wo zentrale Drüsen des Menschen sitzen. Bauchspeicheldrüse, Thymusdrüse, Zirbeldrüse und so weiter. Und wer sich ein bisschen jetzt eben medizinisch, physiologisch auskennt, weiß, dass diese Drüsen quasi zentrale Steuerungseinheiten unseres Befindensverhaltens sind. Die schütten bestimmte Hormone, Neurohormone aus, die relativ viel mit uns machen oder nicht machen. Und wenn man sich also jetzt vorstellt, es gibt in uns so bestimmte Zentren, Steuerungsinstanzen, die unseren Körper, aber auch in Resonanz, da kommen wir dann noch hin, mit unserer Umwelt im Universum steuern und bewirken, dass also in uns dann bestimmte Bedürfnisse, Verhaltensfähigkeiten, Muster entstehen. Dann gibt das eine gewisse Logik. Und wenn man jetzt diese beiden Theorien zusammendenkt, kam also dann folgendes Bild heraus, weil wir, Sie haben es schon gemerkt, das sind zwei verschiedene Sprachen, Maslow, westliche Psychologie, östliche Chakrentheorie. Um das jetzt fassbar zu machen, haben wir das vereinfacht und gesagt, wir haben wahrscheinlich so circa 7 Schichten, Physis, Sextus, Macht, Liebe, Sprache, Erkenntnis, Sinn und Glück, und haben das hier bewusst jetzt auch in Anlehnung an bestimmte philosophische Diskurse Existenziale genannt, weil vielleicht bekannt, es gibt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts verschiedene Strömungen, eine wichtige nennt sich Strukturalismus, da wie der Name schon sagt, eher vermutet, der Mensch ist ein Teil von Systemen, von Strukturen. Das heißt, unser Verhalten wird primär geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben, durch die Kultur, in der wir leben, die uns in der frühen Kindheit und später eben so prägt, dass wir später uns so als Funktionäre des Systems verhalten und gar nicht wissen, dass wir das eigentlich tun. Und es gibt aber die Gegenströmung, die sich Existenzialismus nennt, die von Nietzsche über Heidegger bis Sartre reicht, die einen anderen Ansatz vertreten, dass der Mensch immer schon zur Freiheit verdammt ist, dass wir sozusagen nicht bloß Teil von Systemen sind, sondern in uns eine Fähigkeit haben, die man in philosophiegeschichtlich Freiheit nennt, so aus System auch austreten zu können. Und dieser Satz fällt dann quasi auch in Rudolf Barrows Logik der Rettung irgendwo. Der Mensch hat von Natur immer die Freiheit, Systeme zu verlassen und anderen in Gang zu setzen. Er muss es nur in Bezug zur Fichte wissen, dass er das kann. Wenn er das nicht weiß, kann er es nicht. Also eine zentrale Qualität der Freiheit ist das Selbstbewusstsein, frei sein zu können. Und deshalb also haben wir gesagt, das sind so eine Art Existenziale, in denen existieren wir in all diesen Schichten, und trotzdem befähigen sie uns auch, uns selbst zu organisieren. Und um es jetzt nur noch ganz kurz zu dieser Theorie jetzt, damit das jetzt nicht zu abstrakt erscheint, diese 7 Ebenen, muss man sich ähnlich denken, jetzt nochmal Rückschritt zur Biologie, zur genetischen Struktur, diese 4 Basenpaare und 20 Aminosäuren existieren nicht so abstrakt, sie bilden lange Ketten, Chromosomen, wissen wir, die dann in der Tiefe jeder Zelle unsere Biologie kodieren. Und so muss man sich das ähnlich vorstellen, diese 7 Grundschichten des Menschen werden kodiert, bilden lange Ketten, die dann unsere Tiefenpsychologie ausmachen. Zum Beispiel mal ein Bild des Elementares, die Physis, also unsere Existenz, unsere Bedürfnisse nach Nahrung, Energie, Bewegung, existieren die so rein. Nehmen wir mal einfach, ein Teil dazu ist auch, unseren Body zu bewegen, ein Auto, und wenn jetzt ein Mensch meint, er braucht unbedingt den neuesten Mercedes oder den neuesten Tesla,
dann dient der primär dazu, scheinbar seinen Körper physisch durch die Welt zu bewegen, aber dahinter steckt eben noch viel mehr. Da steckt eine bestimmte Machtstruktur, eine Dominanz. Ich, guck mal, was ich bin, ich fahre dieses große, schöne, neue Auto. Da steckt eine bestimmte eben Sinnstruktur drin, worin er sieht, was er im Leben treiben sollte, nämlich immer das neueste, größte Auto zu kaufen, um zu zeigen, wer er ist. Manchmal auch ein Stück Sextus, um andere Menschen zu beeindrucken. Also sozusagen, die Dinge sind alle miteinander verkoppelt, kodiert, bilden lange Ketten, die in unserer Tiefe eben unsere emotionalen Muster kodieren. Und die werden quasi geprägt letztendlich von der Gesellschaft auf zwei Weisen. Das eine sagt ja schon in der frühen Kindheit, noch bevor wir überhaupt denken können, werden wir durch die Signale unserer Eltern oder Verwandten oder Kindergärtnerinnen in bestimmten dieser Ebenen gehemmt, ermutigt, manche werden verdrängt. Und die sprachlichen Worte, die Menschheit erfunden hat, sind dann sowas wie erziehen, unterdrücken, sublimieren, frustrieren, neurotisieren, zivilisieren, kultivieren oder befreien. Also alles sprachliche Konstrukte, die man letztendlich genau das ausdrücken, was in unserer frühen Kindheit geschieht mit diesen emotionalen Potenzialen, mit denen man auf die Welt kommt. Das ist so die primäre Prägungsschicht. Und dann gibt es eine zweite, die alltägliche, indem wir in unserer täglichen Kommunikation mit unseren Familien, Freunden, heute auch mit den modernen Medien, uns ständig austauschen. Und dieser Austausch geschieht zwar über Symbole, über Sprachmuster, über Worte oder anderes, aber wer ein bisschen Kommunikationspsychologie kennt, weiß, in jedem Gespräch stecken nur 20% Symbole und 80% Emotionen. Wir tauschen eigentlich permanent unsere Befindlichkeiten aus und gleichen uns ab, ob das, wie ich drauf bin, wie ich fühle, ob das richtig ist, ob die anderen das anerkennen, bestätigen oder mich da eher entmutigen. Also es findet eine tägliche, ständige Abgleichung unserer Verhaltensgefühlsmuster statt, ohne dass wir es eigentlich mitkriegen. Das ist letztendlich jetzt das Bild, um zu verstehen, wie ist diese tiefe Struktur des Menschen, diese Conditio Humana, die Rudolf Barrow dann unten da sah, wie ist die eigentlich gestrickt und wie wird die eben dann auf die nächsten Ebenen des Patriarchats, der Kapitaldynamik kodiert, dass wir dann also täglich uns so verhalten auf einer bestimmten Ebene und bestimmte Möglichkeiten in uns eigentlich gar nicht mehr mitkriegen, weil die halt in unserer frühen Kindheit oder am täglichen Ding auf eine bestimmte Weise geformt werden von der Gesellschaft, dem System, in dem wir leben. Und andere Potenziale also einfach nicht aktiviert werden, nicht bewusst gemacht werden und so als Potenzial, wie es Gerald Hüther und andere verkünden, schlummert, aber wir selten Gelegenheit haben, diese Potenziale zu anderen Verhaltensweisen, anderen Gefühlsmustern, anderen Intentionen, anderen Freiheitsfähigkeiten überhaupt zu entwickeln. Dazu ist unsere Kultur halt bisher nicht vorhanden. Ja, und jetzt kurz noch, diese Theorie ermöglicht auch dann, das gut soziologisch umzulegen, weil nicht zufällig hat die Gesellschaft, das System dann für all diese Ebenen auch entsprechende Subsysteme erfunden. Um die Physis kümmert sich die Wirtschaft, um den Sextus, alles was mit Beziehungen, Erotik, Pornografie zu tun hat heute, um die Macht, Politik und Geltungskonsum. Dieses Potenzial der Liebe wird abgefangen im Familienleben, Freundschaft, Social Web. Unsere Kommunikationsstrukturen turnen sich in den Medien aus, von Fernsehen, Radio, Internet bis täglichen Palaver. Die Erkenntnisfähigkeit, dazu gibt es Wissenschaft, Bildung, Museen. Und die eben letzte Ebene, wie immer ich die nennen mag, Religion, Philosophie, Sinn und Glück, das ist das, was Hegel nannte, die drei Wege zum Absoluten, können Philosophie sein, Religion oder Kunst, die uns sozusagen im gewissen Sinne befähigen, über den Alltag hinauszugehen, uns mit dem Ganzen, wie immer ich das nun nenne, ob das Absolute, der Grund des Seins, der Sinn des Seins in Beziehung zu setzen. So, das jetzt mal so kurz als Theoriekonstrukt, von dem aus ich jetzt zu dem nächsten Begriff, also dem Glück, was ja ganz oben stand, nochmal so als die Ebene. Sie erinnern sich nochmal, der Yogi, der hier oben saß, in der Höhle, und der auf der Spitze der Pyramide, wenn er entsprechend gestimmt ist, in der Lage ist, von da aus alles zu verändern. Und so also jetzt der Gedanke,
da wir nicht alle mehr Yogis heute sind, die in Höhlen des Himalayas sitzen, wie können wir diese Fähigkeit anders denken mit moderner Sprache, dass wir in uns eben diese Freiheitsfähigkeit haben, doch alles, auch unsere physischen Bedürfnisse, unsere erotischen, unsere Machtanhänge, unsere Kommunikation eigentlich anders zu strukturieren, wenn wir diese Instanz irgendwo klarkriegen, die uns dazu befähigt. Ja, und für diese Ebene gibt es also jetzt auch in der modernen Wissenschaft verschiedene auch Sprachangebote, eine Maßlauf für Transzendenzbedürfnisse, Viktor Frankl, komme ich noch, nannte es der Wille zum Sinn, der Dalai Lama, Grund zum Glück, komme ich auch nochmal hin, oder eben jetzt die östliche Philosophie wieder, wer bin ich? Ich bin das pure Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist in seiner nativsten Natur Satchitananda, Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Also es gibt verschiedene Sprachangebote, um diese Grundsubstanz im Menschen zu fassen und ich finde immer noch, deshalb habe ich die eingeblendet, die am spannendsten, diese indische, weil die ist noch am ganzheitlichsten. Die verbindet jetzt das Sein, das Bewusstsein und das Glück. Das ist nicht so differenziert. Wir können das gar nicht mehr fassen in unserer westlichen Philosophie. Für uns hat scheinbar eben unser Sein und das Bewusstsein und das Glück wenig, also wir kriegen das kaum zusammen. Uns fehlt die Erfahrung, die kulturelle Kodierung. Und für die ist klar, das ist noch zusammenfassbar. Ein wirkliches Bewusstsein ist diese Seligkeit, die dabei Fichte mal kurz durchblendete. Und das ist nicht bloß ein Bewusstsein, das ist zugleich ein Sein. Das gibt uns eine Kraft, befreit uns, inspiriert uns. Also es ist letztendlich eins, was wir mit verschiedenen Facetten getrennt fassen können. Seid schön aneinander. Ja, davon ausgehend jetzt also jetzt nochmal wieder ein kleiner Exkurs in die heutige Glücksforschung. Vor ca. 20, 30 Jahren begann in der westlichen Wissenschaft weniger in den herrschenden Zentren, man findet das bis heute kaum an den Unis, auch nicht in den etablierten Forschungszentren, es gibt glaube ich kein Max-Planck-Institut für Glücksforschung oder so, aber es haben sich ein paar Wissenschaftler angefangen damit zu beschäftigen, dass das Thema wichtig ist, um den Menschen zu verstehen und die Essenz ist mal kurz zusammengefasst, das deutsche Wort Glück ist in dem Sinne gar nicht so geeignet, die englische Sprache ist differenzierter, die unterscheidet dann Pleasure, Joy und Happiness. Man kann das dann kurz wieder auch gut verbinden mit den Existenzialen. Eine Pleasure ist so eben die Freude oder die Befriedigung, die man empfindet, wenn man was Gutes isst, guten Sex hat oder eine gute Anerkennung spürt. Joy ist so eine Art bisschen tieferes Glücksgefühl, was man hat. Die Beispiele sagen, wenn man jetzt verliebt ist und heiratet oder im Lotto gewinnt. Dieses Pleasure dauert meist nur ein paar Minuten bis eine Stunde, dann ist das wieder, geht das über zum nächsten Gefühl. Diese Scheu, sagt man, das kann so ein Jahr dauern oder wenn man heiratet, manchmal dauert es auch 7 Jahre oder wenn man im Lotto gewinnt, sagt die Forscherin, man ist ein Jahr, hat man ein High, aber nach einem Jahr kommt man auf dasselbe Level, was man vorher hatte, selbst wenn man das Geld noch übrig hat. Und das Happiness ist dann in der Sprache eben das tiefere, nachhaltige Glück, was man nur erlangt, dann komme ich aber noch dazu, weil man eben das nicht so sehr mit den äußeren Bedürfnisbefriedigung verbindet, sondern mit so einer tieferen Verbindung mit sich, mit dem Sein, mit dem Sinn des Seins. Das schon mal so als erste Struktur, um das Glück jetzt ein bisschen differenzierter zu verstehen. Da muss ich das erklären, es gibt es noch ein anderes Bild, was ich eigentlich einblenden wollte, und zwar in dieser sogenannten Glücksforschung gibt es noch eine andere Essenz, wenn man sich das jetzt das Glück als Kreis vorstellt, hat man erforscht, also es war Sonja Lomirska, eine russische Glücksforscherin, die hat mal so die hunderte Studien zum Glück zusammengefasst, die es so gab und gibt und kam darauf, so diese Fähigkeit jetzt zu Happiness, zum tieferen, nachhaltigen, dauerhaften Glücksgefühl, Glücksmodus, wenn ich die nach der Ursache verstehen will, ist so circa 40-50% hat die angeborene Ursache. Ob ich jetzt mehr ein Hypochonder bin oder Neurotiker oder Sanguinker, also ich werde geboren mit einer bestimmten Anlage, die Welt eher leichter, fröhlicher zu sehen oder schwieriger, phlegmatischer, problematischer. So, ist aber jetzt in der Zusammenfassung die Hälfte dessen, was ist. 10% dieses
dauerhaften Grundzustande sind abhängig von den Bedingungen. Ja, ob ich jetzt gut oder schlecht verheiratet bin, ob ich reich oder weniger reich bin oder wo ich lebe. Und, aber das Spannendste, 40% sind abhängig letztendlich vom Wissen, vom Bewusstsein. Also ich kann, ne, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, wer bin ich, was bin ich eigentlich auf der Welt, was macht mich nachhaltig glücklich, fast alles in mir verändern. Auch diese genetischen Anlagen eben, die kann ich durch entsprechende Techniken, ob nur Meditation, Yoga oder gibt ausreichend davon heute auf dem Markt der Möglichkeiten, kann ich vieles in mir umstimmen. Das, was also dieser klassische Yogi am deutlichsten vollbrachte. So, davon ausgehend komme ich jetzt mal kurz zur Quantenphysik. Mit Albert Einstein zuerst. So ein lustiges, aber den Kern irgendwo treffendes Zitat. Es sieht immer mehr so aus, als ob das ganze Universum nichts anderes ist, als ein einziger, grandioser Gedanke. Ist noch ein bisschen anders formuliert, Max Planck, also dem Begründer der sogenannten Quantenphysik. Das Bewusstsein ist der Wesenskern des Menschen. Es ist das, was übrig bleibt, wenn man alle mit dem Körper und dem Gehirn verbundenen Eigenschaften und Interpretationen wegnimmt. Es ist derjenige Aspekt von uns, der sich selbst beobachtet. Alle Vorstellungen, die wir über die äußere Realität entwickeln, sind letztlich nur Reflexionen unserer eigenen Wahrnehmungen. Oder nochmal anders formuliert, es gibt ein schönes Buch von Lynn McTaggart, eine amerikanische Wissenschaftsjournalistin, würde man sagen. Es gibt es auch in Deutsch inzwischen, da heißt es das Nullpunktfeld, im Original The Field. The Quest for the Sacred Force of the Universe, wo sie also jetzt so die Ergebnisse der verschiedensten Wissenschaften zusammenfasst, die alle mehr so am Rande sind, weshalb sie nicht sichtbar werden. Eines der fundamentalen Gesetze der Quantenphysik besagt, dass ein Ereignis in der subatomaren Welt in allen möglichen Zuständen existiert, bis es beobachtet oder gemessen wird. Indem es eingefroren oder in einen einzigen Zustand festgehalten wird. Dieser Vorgang wird technisch als Zusammenbruch der Wellenfunktion bezeichnet, wobei Wellenfunktion den Zustand aller Möglichkeiten bezeichnet. Der Beobachtereffekt deutet darauf hin, dass die Realität nur aus einer Ursuppe wie dem Nullpunktfeld unter Beteiligung des lebenden Bewusstseins hervorging. Wenn ja, kann man mehr als nur beobachten, wie stark ist unser Einfluss also letztendlich wirklich. So, ich weiß ja nicht, wie weit jetzt das Zitat jetzt so in der Kürze der Zeit verständlich ist oder wie weit jetzt bei Ihnen diese Quantenphysik gegenwärtig ist. Deshalb versuche ich es nochmal kurz mit anderen Worten zu beschreiben. Letztendlich besagt das, was wir heute unter Quantenphysik verstehen, eben, dass die Physik, die lange Zeit eben von Newton ist immer noch eigentlich die dominante Physik, die man irgendwo studieren kann. Ihn besagt, die Welt ist irgendwo aufgebaut aus energetisch physikalischen Grundmustern, die ich dann elementar Quarks nennen kann oder subatomare Teilchen, die dann wieder Atome formen, Moleküle, genetische Strukturen, Planetensysteme, Geosphären, worauf sich dann Gesellschaften und Menschen entwickeln, die eigentlich wenig Raum lässt dafür, dass der Mensch frei ist. Die klassische Physik bindet uns eigentlich ein in ein Meer von festen Strukturen, die uns irgendwo durchdringen, was denn bis zur Folge der modernen Psychologie eigentlich nur besagt, unser Bewusstsein ist eigentlich nur ein Epiphänomen der unbewussten Prozesse, die irgendwo physikalisch, psychisch ablaufen und uns wird dann das bewusst, was eigentlich schon vorher irgendwo physisch, psychisch entschieden ist. Das ist ja die Diskussion, die in der Psychologie tobt. Und diese Quantenphysik, die also Planck entdeckte, sagt ein bisschen was anderes.
kann man das mit der Bedürfnispyramide nochmal im Hintergrund denken, dass es schon so ist, dass natürlich so ein Strom so organisiert ist des Universums, dass diese chemisch, energetisch, physikalischen Determinismen, Gesetze, Ursachen uns irgendwo strukturieren, ne? Und auch funktionieren müssen, sonst würde der Körper, das Planetensystem nicht existent bleiben, wenn das alles nur ein wabbelndes Meer von Möglichkeiten wäre. Das ist eine gewisse Strukturierung mit bestimmten klaren, physikalisch erkennbaren Zusammenhängen, die so ist. Aber Quantenphysik eben erkannte, dass es noch eine andere Dimension gibt, dass es eine subatomare Welt gibt, die gar nicht so fest ist, wie wir sie uns denken, in Form von Quarks, Atomen, sondern dass die elementarste Ebene mehr so eine Art Schwingungsfeld ist. Man kann auch sagen, Energiemeer, ein Reich der Möglichkeiten. Und dass der Mensch, der aus dieser Evolution hervorgegangen ist, Kraft noch einer besonderen Befähigung, die ihn uns als Menschen vielleicht noch insbesondere auszeichnet, eben auf eine bisher noch nicht wirklich psychologisch geklärte Art und Weise durch bestimmte Tätigkeiten, die im Hegel die Wege zum Absoluten nannte, Religion, was jetzt für mich auch Meditation oder Yoga oder andere Techniken einschließt, also eine Art mystische Kompetenz, Philosophie darüber nachzudenken oder Kunst, so einen bestimmten Flow zu erzeugen, uns irgendwo befähigt, mit diesem Grund, mit diesem Schwingungsmeer, mit diesem Nullpunktfeld in Resonanz zu kommen und da eben bestimmte Veränderungen, Entwicklungen, Resonanzen, sagt man auch, auslöst, die andere Möglichkeiten sozusagen aktivieren, die auch Dinge verändern können, die dann auf einmal Unterschiede machen, die man nicht rein physikalisch, energetisch, wirtschaftlich verstehen kann. Ja, also lässt sich dahinter diese Bedürfnispyramide vorstellen und das sagt eigentlich, dass die Quantenphysik, also eine physikalische Teildisziplin inzwischen auf eine gewisse Weise anerkennt, es gibt diese Determination von oben, wir haben etwas, was wir Bewusstsein nennen oder besser noch Satchitananda, weil das reine abstrakte Bewusstsein ist so schwach, aber ein Bewusstsein, was noch diese Qualitäten hat, ne, was also eigentlich ein Sein ist, was eine bestimmte Intensität hat, eine bestimmte Emotionalität kann offenbar in bestimmten Situationen Potenziale aktivieren in der subatomaren Welt, die andere Möglichkeitsfelder, sprich andere Entwicklungen ermöglichen. Nur wenn man das auch mal umlegt, dann auf die Geschichte, sieht man ja, ne, es gibt Einzug der Geschichte, der scheinbar so mehr so physikalisch, wirtschaftlich, politisch bedingt ist, ne? Wo die ganze Geschichte der Menschheit irgendwo so ein Auf und Ab von großen Systemen ist, die sich irgendwo entwickeln, ob nur ägyptische, chinesische, westliche, wo sich dann durch bestimmte Tendenzen von Wirtschaft, von Politik, bestimmte reiche globale Systeme entwickeln, die aufgrund bestimmter unbewusster Muster eben dann meist wieder zusammenbrechen, weil sich Macht verselbstständigt. Phänomene wie Erdogan oder Trump oder Putin, die immer wieder geschichtlich geschehen, die durch bestimmten patriarchalen männlichen Macht waren, einfach bestimmte andere Dinge entspannt ausblenden. Und so kann man die Geschichte also als Auf und Ab von technisch, wirtschaftlich, politischen Strömen sehen und sieht also heute mal wieder eine Krise herannahen, die scheinbar eben wieder mal ein System irgendwo ihrem Ende entgegenführt, wie es immer gewesen ist. Ne? Es gibt ja da bestimmte Forschung auch, dass alle großen Reiche von Ägypten über Rom und China eben immer an der Verselbstständigung von Macht zusammenbrachen, ne? Wo sich bestimmte Anhäufungen von Geld, Positionen so verdichteten, dass die stärker waren als die sensiblen Wahrnehmungen der zerstörten seelischen Dimension oder der Umwelt. Aber ich kann auch die andere Seite mit dieser Theorie verstehen, dass es geschichtlich dennoch immer wieder scheinbare Aufbrüche, Erneuerungen, Freiheitsfelder gab. Die kann ich religiös sehen, die Entstehung von Buddhismus, von Christentum, oder ich kann sie philosophisch sehen, dass damals Philosophie
im alten Griechenland entstand. Also wo der Mensch in sich wieder eben dieses Potenzial aktiviert und in scheinbar sehr schwierigen Umständen auf einmal eine neue Intention, eine Freiheit, ein Begeisterungsmuster ins Entsteht, was eben Neuaufbrüche ermöglicht, die aus einer bestimmten Qualität kommen, mit denen nicht einfach sich anpassen, aus Verzweiflung nur eine Gegenkraft aktivieren, sondern dieses Möglichkeitsfeld, so was die Griechen das wahre Gute und Schöne nannten, aktivierten, also sowas wie Bewusstsein, Liebe, Kreativität in uns neu wachriefen und da eben scheinbar unmögliche neue Anfänge gelangen. Das lässt sich geschichtlich auch zeigen, dass also in schwierigen Situationen im Menschen Potenziale wach werden, die befähigen, scheinbar unmögliche Neuanfänge zu aktivieren. So, und das lässt sich also vor dieser Theorie Hintergrund sehen, dass in uns also irgendein Kompetenzmedium ist, was jetzt eben quantenphysikalisch, was auch wieder eine bestimmte Sprache ist. Ne? Wir nutzen jetzt die Quantenphysik unserer Moderne, weil die anderen Begriffssysteme, Philosophie und Religion irgendwie nicht mehr taugen. Ne? Die sind aufgrund kultureller Traditionen, befähigen sie uns nur beschränkt, dieses Freiheitspotenzial zu aktivieren. Und so springt gerade die Physik in diese Lücke. Ne? Und Quantenphysik ist also im gewissen Sinne sehr modern und stellt eine bestimmte eben andere Sprache bereit, die aber das Ende nichts anderes sagt als Philosophie bei Platon oder Plotin oder eben bestimmte yogische oder buddhistische Formen oder Steiner oder was auch immer. Es gab immer wieder eben verschiedene Sprachversuche, dieses Potenzial im Menschen zu benennen, zu aktivieren, weil zu dieser Aktivierung braucht er eben das, was wir jetzt einfach mit dem Begriff Bewusstsein nennen können. Oder eben, nochmal zurück zu Fichte, der Mensch muss wissen, dass er dazu fähig ist, zur Freiheit. Wenn er das nicht weiß, kann er das nicht aktivieren. Er braucht also diesen Link, so wie so eine Art auf der Wellenfunktion, wo er sich was unterbricht und anders aktiviert, was dann andere Dinge in Gang setzen kann. Ja, und das ist noch ein Stück zu untersetzen, noch ein paar Zitate. Das ist jetzt, glaube ich, von Mihaly Csikszentmihalyi, der Erfinder dieser Flow-Theorie. Freude allein wird die Evolution nicht in eine positive Richtung steuern. Das Flow-Erlebnis muss auch mit Aktivitäten verbunden sein, die das Selbst erweitern. Deshalb ist das Streben nach Komplexität ebenfalls eine notwendige Voraussetzung. Nie versiegende Neugier und Aufmerksamkeit und der Wunsch, neue Herausforderungen zu entdecken, gepaart mit dem engagierten Versuch, neue Fähigkeiten zu erwerben. In diesem Sinne hängt die Evolution von unserer Fähigkeit ab, psychische Energie in die Zukunft zu aktivieren, zu investieren. Wer nur in der Gegenwart lebt, wird vom Strom der Evolution ausgeschlossen bleiben. Nur wer seine Fähigkeiten an unerwarteten Möglichkeiten misst, wird die Zukunft zu einem Teil seiner selbst machen. Also das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, dem Sinn des Lebens eine Zukunft geben. Von Csikszentmihalyi, der auch diese Flow-Theorie, die vielleicht bekannter ist, erkannt hat. Wer jetzt ein bisschen Begriffe umlegen kann, erkennt, das Zitat sagt eigentlich nichts anderes, als was ich gerade mit der Quantenphysik versucht habe zu erläutern, ist nur ein anderer Zugang. Dass wir in uns eine Fähigkeit haben, psychische Energie zu aktivieren und hier nochmal der Begriff, das hat mit Freude zu tun, ne, mit dem Einander, aber es darf keine nur egozentrische Freude sein. Also bloß Pleasure und Scheu reicht da nicht aus, wir brauchen eine tiefere Glücksenergie, Freudenergie, um diese Fähigkeit in uns zu aktivieren. Jetzt aus Dalai Lama aus dem Buch Die Regel des Glücks. Der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Wir sind dazu geschaffen, nach Glück zu streben. Und es steht außer Zweifel, dass Empfindungen wie Liebe, Zuneigung, Nähe und Mitgefühl glücklich machen.
Jetzt wiederum Viktor Frankl, das war ein Schüler von Sigmund Freud, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der hat so seine Erkenntnisse, er war im Konzentrationslager und hat festgestellt, dass die Menschen sehr verschieden auf diese kritische Situation reagieren. Ein paar der Menschen verzweifelten, werden zum Schwein, andere haben in sich dann diese Fähigkeiten zur Solidarität, zur Aktivität überhaupt erst freigesetzt. Und er entdeckte, dass in uns also etwas existiert, was er eben den Wille zum Sinn nennt, also ein eigenes Bedürfnis, was er Sinnbedürfnis nannte, was bisher in der Psychologie noch nicht entdeckt war. Was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern ein Grund zum Glücklichsein. Sobald nämlich ein Grund zum Glücklichsein gegeben ist, stellt sich das Glück, stellt sich die Lust von selbst ein. Aufgrund seines Willens zum Sinn ist der Mensch darauf aus, Sinn zu finden und zu erfüllen, aber auch anderen menschlichen Sein in Form eines Du zu begegnen, es zu lieben. Beides, Erfüllung und Begegnung, gibt dem Menschen einen Grund zum Glück und zur Lust. Nur man muss jetzt einfach diese beiden Zitate von Dalai Lama und ihm einfach versuchen, mal so nebeneinander zu stellen. Dann kommt so, stelle ich an meinen Studenten immer die Frage, diese Differenz Sinn oder Glück, was ist wichtiger? Und das Gute ist, man braucht eben das Paradox, weil die Gefahr ist, die wir aus der Geschichte kennen, wenn wir den Begriff Sinn, der in uns als Bedürfnis da ist, wenn wir ihn immer zu stark aktivieren, ne, dann entstehen halt Sinnsysteme, die wir kennen als geschichtliche Religionsstrukturen. Egal ob jetzt christlich verengte oder buddhistisch verengte oder wie auch immer verengte, die dieses Sinnbedürfnis des Menschen irgendwo decken, indem sie den Menschen in irgendeinen größeren Zusammenhang einbetten, aber auf eine Art und Weise, dass der Einzelne dabei nicht wirklich er selbst wird, sondern einfach nur ne, froh ist, irgendwo aufgehoben zu sein. Das hat man hier im Osten ja auch von 89, ne, das war ein nettes Sinnsystem, der Kommunismus hieß oder ähnlich, ne, was einen bestimmten netten Zug nimmt, wir waren nicht ganz so mit uns beschäftigt, es gab einen größeren Sinn und trotzdem eben einen, der uns unsere Freiheitsfähigkeit verdeckte. Und deshalb sage ich immer, es ist gut, das nebeneinander zu legen, dass diese Sinndimension, deshalb auch Sinn und Glück, irgendwo in uns eine tiefe Resonanz erzeugen muss. Sie muss unsere tiefste Sehnsucht nach Erfüllung, nach Glück, nach Bewusstsein auch abdecken. Also ich brauche das Paradox. Ein Glück, was jetzt nur so als Joy und Pleasure, nämlich mit meinem Befriedigung beschäftigt, erfüllt mich nicht wirklich. Ein tieferes Glück im Sinne von Happiness braucht etwas Sinnvolles, etwas, was ich eben zum Strom der Evolution beitragen kann. Wie es jetzt Sigmund Marien sagte, also ein tieferes Glück entsteht nicht egozentrisch, sondern indem ich meine Fähigkeiten auch ein Stück verschenken kann, aber nicht auf eine Art und Weise, die mich entfremdet, die mich also in Systeme einbettet, die mit mir wiederum nichts mehr zu tun haben. Und so nochmal, bevor ich zum nächsten komme, nochmal der Dalai Lama: Wir brauchen nicht noch mehr Geld, wir benötigen keinen weiteren Erfolg oder Ruhm, wir brauchen keinen perfekten Körper oder den vollkommenen Partner jetzt. Genau in diesem Moment haben wir einen Geist, der die gesamte Ausrüstung darstellt, die wir benötigen, um vollständiges Glück zu erlangen. Der Mensch ist also eigentlich in jedem Moment, in einer der Kernaussagen des Existenzialismus, zur Freiheit fähig, aber die Kunst besteht darin, eben dieses auch zu aktivieren, mit dieser Freiheit so zu verstehen, als Satchitananda, als dieses komplexe Gefüge einer anderen Seinsqualität, die jeder, glaube ich, kennt, jeder erlebt das hin und wieder, ne? Diesen Flow, diesen Zustand, wo man sich so voller Möglichkeiten spürt und merkt, man könnte jetzt die Welt umarmen, die Welt verändern. Und das hat was mit Erkenntnis, Bewusstsein zu tun, aber auch mit dieser Freude, Seligkeit, Happiness, Qualität. Und anzuerkennen, ja, das ist uns gegeben. Wir sind Teil des Universums, wenn ich das quantenphysikalisch nochmal definieren will. Es gibt den Link, offenbar irgendwo kann ich in mir Zustände aktivieren, durch welche Techniken auch immer. Meditation, Yoga, Denken, Beten, Lieben, was auch immer, kann ich diese Qualität freisetzen. Und in dem Moment dann Tatsache alle Bedingungen um mich irgendwo transzendieren. Aber ich muss bestimmte Dinge wissen, ne? Es sollte nicht so egozentrisch sein,
nicht zu abstrakten. Es braucht ein bestimmtes Grundset von Wissen, was in unserer Kultur halt bisher nur beschränkt bereitgestellt wird. Aber potenziell sind wir in jedem Moment nicht abhängig von dem System, von den Bedingungen, in denen wir leben, sondern in jedem Moment eigentlich fähig, vollständig, im positiven Sinne, anwesend, bewusst sein und in diesem Sinne glücklich zu sein. Um das jetzt nochmal ein Stück anders zusammenfassend zu verstehen, in den USA gibt es eine Strömung, ne, weil es wie gesagt so ist, dass in unserer Kultur jetzt kein vernünftiges Feld existiert, um das in uns auszubilden. Ne? Wir haben ein bisschen Psychologie, ein bisschen Quantenphysik, ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, ein bisschen Geschichtswissenschaft, aber das sind alles Facetten, die nicht wirklich zusammenkommen. Auch ein bisschen Philosophie, aber wer Philosophie studiert, kriegt meist auch nicht allzu viel davon mit. Es entstehen also jetzt andere Felder, um das irgendwie zu fassen. Ne? Und ein Spanner, der jetzt aus Amerika kommt, nennt sich Conscious Evolution. Also der irgendwo ein Stück, die Zitate, die von Sigmia, die waren, haben das schon gefasst, ne? So unsere psychische Energie mit der Evolution zu verbinden, steckt da drin. Evolution ist quasi jetzt auch nur ein Ersatzwort, was andere Gott nannten oder Quantenphysik. Evolution ist also etwas, wo wir eingebettet sind, ein Strom, der seit Jahren stattfindet im Universum, wo irgendwann der Mensch entstand, wo wir heute sind, wo wir, da wir aber daher kommen, ne? Da eingebettet sind und unsere psychische Energie damit verbinden können. Und da gibt es ein paar verschiedene wiederum Begriffsformen, die man auch wieder psychologisch verstehen kann. Ne? Es gibt so eine Art Ego-Ich, was nach Freud wieder eine unbewusste Ebene hat, ein Über-Ich. Dann gibt es eben so in den spirituellen oder meditativen, transzendenten Angeboten heute, wird das Ego eben bewusst dem höheren Selbst gegenübergestellt. Und das höhere Selbst ist eben dann oft sozusagen eben dieses andere Überbewusstsein, da wo ich eben nicht in meinem unteren Bedürfnisebene nach Maslow beschäftigt bin, sondern eben auch diese höheren Potenziale des Wahren, Guten und Schönen, von Bewusstsein, Liebe, Glück in mir sehe und die eben nicht egozentrisch, sondern als Teil des Universums verstehe. Und es gibt eben, das hatte ich glaube ich eben im März gesagt, einen spannenden Zwischenbegriff, das seelische Wesen oder evolutionäres Selbst, was erstmals von Lotze, der also wie gesagt in Bautzen und Zittau aufwuchs und um 1853 ein Buch schrieb, die Physiologie der Seele, was nach wie vor das beste Buch ist, nach meinem Gefühl, was zum Begriff der Seele existiert, wo er also feststellte, das seelische Wesen, wenn die Seele nicht so eng definiert ist, wir haben eine Instanz in uns, die irgendwo permanent in uns unser Ego, unsere begrenzteren Bedürfnisse und unsere komplexeren, freieren, höheren, schöneren, transzendenten ins Verhältnis setzt. Und das nannte er eigentlich das, was wir klassisch die Seele nennen. Also eine Art Organ, sagte er, auch was in uns vorhanden ist, was uns befähigt, eben diese Brücke, die wir irgendwo sind, zwischen physischer Existenz und geistiger zusammenzubringen. Dass wir in uns eine Fähigkeit haben, das zu integrieren, dass wir nicht gespalten sind. Wir haben hier einen egozentrischen Body und können irgendwo dann in der Höhle meditieren, aber wir kriegen es nicht zueinander, wie es oft ja heute auch gehandhabt wird. Und viele Manager machen halt Meditationskurse oder ähnliches, um ein Stück besser drauf zu sein und dann noch effizienter Kapitalismus zu betreiben, ist die typische Spaltung. Ne? So, ich habe das und mache ein bisschen das, um dann noch effizienter hier wiederum mein Ego zu befriedigen. Aber es gibt eben eine Fähigkeit, das Wort Seele ist vielleicht auch nicht das modernste, aber wir haben noch keine vernünftige Sprache, was sagt, es gibt so ein sensibles Organ, eine Anlage in uns, das Tatsache zu integrieren, zu verstehen, dass wir quasi auch unsere physische Existenz, unsere sexuelle, unsere Machtexistenz, die im positiven Sinne stimmen können, wenn wir die also integrieren mit Bewusstsein, Liebe, Kreativität. Und dann entsteht also eine seelische Seinsqualität, ein seelisches Wesen in uns, was irgendwo zwar immer schon als Anlage da ist, was war eben nach den Forschungen, die Sasim sich erst allmählich im Leben entwickelt. Ne? Es gibt einen schönen Wortmann von Oscar Wilde, der sagt das mal so, ne? Wir werden mit einem jungen Körper geboren, der allmählich altert, das ist die Tragödie des Lebens, und wir werden mit einer alten Seele geboren, die immer jünger wird, das ist die Komödie des Lebens. Das heißt, dieses seelische Wesen in uns kann eigentlich im Laufe des Lebens immer freier, bewusster, klarer werden und befähigt uns dann eigentlich letztendlich freier,
entspannter, aber auch engagierter zu werden, ne? Wenn ich das irgendwo in mir orten, verstehen, entwickeln kann. Und ne, wenn ich das jetzt noch ein Stück eben komplexer zusammendenke, diese Begriffsform, ne, kann ich sagen, ne, diese elementaren Defizitbedürfnisse, da entstehen eben diese Pleasure-Qualitäten, die kann ich Lust, Interesse nennen. Wenn ich jetzt nur diese Transzendenten fliege, ne, die Welt zu problematisch finde, verzweifelt bin, depressiv bin und mir bestimmte Befreiungstechniken aneigne, Meditation, Yoga, kann ich mich davon freihalten, aber laufen die Gefahren, so eine Leere zu kommen oder mich von der Welt ein Stück zu entfernen. Am Schluss eben der Yogi, der im Himalaya sitzt, auf die Welt herabblickt, ne, was sich ein bisschen auch bei Nietzsche im Übermenschen dann spiegelt, ne, so diese schreckliche Welt, da kann ich eh nichts machen, ich kann mich nur herausbeamen, Kraft dieser geistigen Fähigkeiten. Aber es gibt aber auch eben die Fähigkeit, das zu integrieren, ne, meine seelische Qualität, mein seelisches Wesen mit anderen seelischen Wesen, die ich treffe, zu verbinden. Und dann entstehen eigentlich andere Qualitäten, diese tiefere Freude, dieses tiefere Glück, diese tiefere Inspiration, die uns befähigen könnte. Dann zum Anfang zurück, im Sinne von Rudolf Barrow. Mein Versuch, also Tiefenökologie, Quantenphysik und Glück, ein Stück so das Geheimnis zu lösen. Ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen und danke euch für die Aufmerksamkeit.